Huhu, Leute, ich bin Flasher. Willkommen zu meinem Guild Wars 2 Jumping Puzzle Guide zu Nuazul. Alle wichtigen Informationen findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Das Jumping Puzzle befindet sich ganz im Nordosten der Karte Baumgrenzenfälle. Fast in der nordöstlichsten Ecke findet ihr eine Wegmarke namens Fundament 86 und ein Gebiet namens Sektor Zul. Da müssen wir rein. Wir starten von dieser Wegmarke zum Jumping Puzzle. Viel vorbereiten müssen wir für dieses Jumping Puzzle nicht. Ich empfehle allerdings, die Eigenschaft mitzunehmen, welche den erlittenen Sturzschaden verringert. So eine Eigenschaft hat eigentlich jede Klasse, sucht also einfach mal danach. Und sonst könnt ihr dieses Achievement eigentlich ohne Probleme alleine machen. Wenn ihr allerdings auch an die Truhe wollt, die am Ende auf euch wartet, solltet ihr auf jeden Fall eine kleine Gruppe mitnehmen, also mindestens noch einen Spieler, aber am besten ist es, wenn ihr zu dritt oder zu viert losgeht, da die Monster am Ende relativ stark werden. Sonst müsst ihr einfach vorbeirennen und euch das Achievement holen. Wie dem auch sei, wir starten hier von dieser Wegmarke, die ich euch gerade gezeigt habe, hier in dieser Höhle. Gehen jetzt hier nicht den linken Weg, sondern den Weg rechts entlang. An diesen Steinen vorbei und an diesen Höhlenfledermäusen vorbei. Die sind eigentlich kein Problem, kann man ohne Probleme eigentlich dran vorbeilaufen, ohne dass die groß stören. Und dann gehen wir hier bis ganz nach hinten, passen hier auch auf die Raupen auf, versuchen alle Angriffe auszuweichen und dann geht es hier nach oben. Hier, wo der Schnee ist, durch einen weiteren, kleineren Geheimgang. Hier kommen nun einige Rattenbären und vor allem diese Eisformationen hier sind gefährlich. Auf die müssen wir aufpassen. Am besten immer einen großen Bogen rummachen, da die uns hochschmeißen und hochschleudern. Und hier ganz wichtig, diese Schneebälle zu nehmen. Nehmt euch also einen dieser Schneebälle mit und jetzt heißt es hier nach oben klettern, soweit es geht. Die Schneebälle sind dahingehend wichtig, dass hier jetzt immer diese Eisformationen sind, die uns runterschubsen. Mit dem 1er-Skill können wir die jetzt einfach bewerfen. Von jeder Position übrigens. Das heißt, wir müssen die nicht mal irgendwie sehen, sondern können die einfach so abwerfen. Und dadurch gehen die nämlich kaputt. Und so kommen wir dann hier auch relativ einfach nach oben. Leider haben wir insgesamt nur 3. Das heißt, wir können nur 3 werfen. Aber die reichen auch. Hier links ist zwar noch eine, aber da können wir einfach rechts dran vorbei. Und dann sind wir auch fast da, an diesem Rattenbär noch vorbei. Dürfte eigentlich kein Problem sein. Am besten einfach schnell hier auf diese Plattform hoch, denn der hier kommt ja nicht hin. Dann gehen wir aus dem Kampf raus und können uns jetzt konzentrieren auf das, was kommt, denn das ist das Schwierigste in diesem Jumping Puzzle. Es heißt nun, möglichst auf diese Plattform da zu kommen. Passt hier genau diese Feuerintervalle ab und lasst euch auf gar keinen Fall von den herabfliegenden Steinen treffen, denn das bedeutet meistens, dass ihr sofort tot seid. Wenn ihr einmal getroffen werdet, fallt ihr auf den Boden und seid angeschlagen und wenn ihr euch heilen wollt, kommt einfach noch einer und tötet euch dann. Darum passt das hier möglichst gut ab, damit das alles klappt und dann einfach schnell hier auf diese Plattform, wo ihr relativ sicher seid. So. Jetzt heißt es weiter auf am besten diese Plattform hier. Einfach mit einem Sprung rüber. So, dürfte eigentlich kein Problem sein. Und jetzt heißt es hier über diese ganzen Rohre klettern. Ups, hier aufpassen. Hier war schon direkt so ein Stein. Zum Glück hatte ich jetzt gerade meine Aegis zum Blocken. Falls ihr diesen Sprung nicht schafft, den ich gerade gemacht habe, könnt ihr auch erst hier auf diese Plattform und dann hier über dieses Rohr klettern, um hier ebenfalls an meine Position zu kommen. Also wie gesagt, da drauf, dann über dieses Rohr hier, was ich da gerade anzeige, und dann auf das große Rohr hier. Passt aber wie gesagt hier auf den herabfallenden Stein auf und auf das Feuer, was hier regelmäßig gefeuert kommt und dann heißt es hier auf dieses Rohr hier unten springen. So, jetzt aufpassen. Hier sind mehrere Feuerdinge, auf die ihr aufpassen müsst. Ihr seht, wenn ihr getroffen werdet, fallt ihr hin. Darum am besten ausweichen und vor allem auch auf die Zerstörer, die hier kommen, denn die explodieren und machen extrem viel Schaden. Ah, da habe ich jetzt gerade mal bewiesen, was passiert, wenn man von so einem Feuerball getroffen wird. Man fliegt nämlich weg und wenn man Pech hat, fliegt man von dem Rohr runter. Jetzt haben wir es aber auch schon fast geschafft. Dort ist noch ein relativ starker Gegner und hier wieder ein explodierender Zerstörer. Am besten im richtigen Moment ausweichen, habe ich jetzt nicht geschafft, aber ist auch nicht so schlimm. Dürfte trotzdem klappen, dass ich hier überlebe.
Und sobald ihr aufgehört habt zu brennen, geht's weiter. Hier an diesem Zerstörer vorbei, schnell in diesen Raum. Und sobald ihr hier in der Mitte seid, kriegt ihr auch schon das Achievement, dass ihr das Jumping Puzzle geschafft habt. Hier ist ein wirklich großer, sehr, sehr starker Gegner, den ihr besiegen müsst, wenn ihr an die Truhe wollt, die hier hinten ist. Die Truhe öffnet sich erst, wenn ihr den Gegner besiegt habt. Wie gesagt, dazu braucht ihr halt ein Team. Falls ihr so wie ich alleine seid, rennt einfach schnell hier rein, holt euch das Achievement, das ihr, glaube ich, sogar auch schon früher kriegt. Ich glaube, sobald ihr hier sogar schon bei dem anderen Gegner seid, also ungefähr hier, so kriegt ihr das Achievement und dann könnt ihr hier auch wieder raus. Ich verabschiede mich mit diesen Worten und wir sehen uns die Tage wieder. Ciao, Leute.